Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, heute mit Vramla. Hallöchen. Den ich nicht so lange angucken werde, weil er was Unsagbares getan hat. Ja. Ja, und wir fahren heute den bis dato schwersten und besten Panzer im deutschen Baum, natürlich die Maus. Und ich forsche gerade mit ihr quasi den neuen besten Panzer im Spiel, also bei den Deutschen, den 2R7. Deswegen schauen wir mal, wie es wird. Wir haben leider ein Abtier bekommen. Und sind auf einer Map gelandet, wo ich mich mit der Maus jetzt ehrlich gesagt nicht so wohl fühle. Aber wir geben unser Bestes, wie immer, für euch. Außerdem findet ihr auch es cool, wenn wir den Hintern versucht bekommen. Ich weiß es genau. Hast du gerade einen reingekriegt? Nee, ich habe versucht, den Bobbler wegzuschießen, damit ich besser sehen kann. Ah, okay. Aber hat nicht so geklappt. Otto, Normalmenschen holen sich eine Brille. Du schießt die Vegetation weg. Und ich habe eine Brille, das ist das Schlimme. Ah, okay. Brille? Viel Mann. Okay. Es gibt manche Werbungen, die sind einfach so eingebrannt. Ja. Auch wenn mir jetzt gerade keine mehr einfällt. Oh, mir fallen eine Menge ein. Seitenbacher Werbung fällt mir ein. Gut, du bist für alle Maler Aquamaler wahrscheinlich zu jung. Sag mir tatsächlich was. Schneekuppe gab es damals noch bei mir. Das gibt, glaube ich, gar nicht mehr. Dann hier Kick, ich scheiß auf die Mehrwertsteuer. Kennst du die Werbung? Nee. Du siehst dann einfach eine Toilettentür, dann hörst du es spülen, die Tür geht auf, dieses komische T-Shirt kommt raus. Kick, ich scheiß auf die Mehrwertsteuer. Weißt du, das ist Werbung, die im Kopf bleibt. Ja. Finde ich gut. Das ist Marketing. Ja, das ist Marketing. Beschissenes Marketing. Oh Gott, ja. Reukart. Was? Wo? Wie? Ich habe gerade den Killfeed eine Roykart gesehen. Achso, das meinst du. Ja, ich will gar nicht in den Killfeed gucken, was hier alles rumfahren könnte. Wahrscheinlich kriegen wir gleich von hier auf die Fresse, weil irgendein Light da lang fährt. Ja. Hab ich da gerade was gehört? Ja, eine Rakete. Woher kam das? Ich weiß es nicht, irgendwo von da. Oh, ich hab's gesehen. Ist aber nichts kaputt gegangen. Da ist der Brett Lee. Da ist der Brett Lee. Nein! Don't do it! 7. Ich hol mir den jetzt mit der Sekundär. Hit, track! Ich hab nichts zu machen. Ich hätte auch keine Ruhe. Radiator! Das ist meine Sekundär. Bei dem Namen hat er es nicht anders verdient. Also bei dem Clan meine ich. Aber hey, mein sechster Sinn hat auf der Map gerade getingelt, hast du es gemerkt? Ja. Ich kündige es an. Also brauchst du Hilfe noch? Und in dem Moment macht's Fump und die Rakete fliegt los. Ja. Aber dass die erste nichts bei mir gemacht hat, hat mich gewundert. Wir haben jetzt auch noch eine Kette gezogen. Oh, ich glaube links von uns ist was. Weißt du was? Hinter uns. Auf Karte, guck mal. Ja, nice, ne? Ich push den jetzt. Ich glaube, das ist BTR-80. Gut möglich. Ich glaube nicht, dass der mir was... Ja, ist es. Nice. Ich habe ihn getroffen, sein Turm ist nichts kaputt. Es ist einfach gar nichts kaputt. Wenn er weiterfährt, kommt er gleich da raus, oder nicht? Ja. Die 12-8er gegen leichte Fahrzeuge kannst du so vergessen. Ja, man overpennt so oft. Ich hab ja, da auch mit dem nichts. Da wünsche ich mir halt wirklich wieder eine Hallbreak-Mechanik. Es ist halt einfach so lächerlich, und wenn du in so großkalibrigen Sachen sowas triffst, es müsste was kaputt gehen. Du kannst mir halt nicht erzählen, ich hab dem halt komplett einmal durch den Turm gerotzt. Klar, da sind jetzt keine vitalen Dinger gewesen, aber die Hülle hätte komplett zerreißen müssen. Ja. Allein der ganze Turm hätte wegfliegen müssen. Ja, dann wäre halt dann meinetwegen eine verbogene. Der Turmtrick kann's verbiegen, das wär's ja schon. Der hat mehr als 19 mm Panzerung, oder? Keine Ahnung. Du fragst mich Sachen. Ha, ich hab einen Kill-Assist. Oh ja, Mann, schön. Ey. Weil ab 19 mm löst die aus. Die AP. Da oben. Ich dreh mich. Wo? Ist markiert. Ich dreh mich. Na, komm da nicht durch. Ich hab nichts gemacht. Ich auch nicht. Der T32 ist echt dick. Ja, am Turm. Die Wanne auch leider. Echt? Ja, die ist gut. Irgendwie 200 nur, oder? Ja, aber die ist halt hart geschrägt, ne? Ja. Ich glaube, der Leopard holt ihn jetzt. Wäre nicht das Verkehrteste? Haha, hab deinen Turm leer geräumt.
Nice. Der Leo war eine gute Ablenkung. Woher war das? Links. Links? Da. Genau da, wo ich markiert hab. Ja, ich hab's gesehen. Ist er weggefahren. Ich hab's gesehen. Sah aus wie ein BMP oder sowas. Ich hatte irgendwie eine Ruhe im Kopf, aber das geht. Ich hab eine ATGM aus dem Augenwinkel gesehen. Aber eine Ruhe ist natürlich auch in Ordnung. Ja, geht zum Glück nicht, aber. Was ist das denn für eine. Wir hätten hier, ins gebaut. Nee, das finde ich übel, aber ich werde da jetzt nicht lang gucken. Weil jedes Mal, wenn ich mich ablenken lasse, kriege ich eine Granate rein. Okay. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich helfe keinen blauen Leuten beim Reparieren, außer ich bin wirklich sicher. Und ich gucke nicht mehr, wo Teammates hinpingen oder so, wenn es nicht wirklich nötig ist. Okay. Ja, ja. Ich muss danach leben, sonst, ja. Wir können halt auf der Map, ganz ehrlich, nichts Signifikantes machen mit der Maus. Nee. Ich glaube, die Kette vorne. Man hat ja vorne zwei Kettenstreifen quasi. Du meinst, das hat dich gerettet? Ja, weil genau da ist der Einschlag von der Rakete. Ja gut, das kann natürlich sein, dass die früher getriggert ist. Ja. Ja gut, ich... Ich bin irgendwo rechts von mir hier. Ich finde das ehrlich gesagt nicht cool, wenn wir in die Stadt fahren. Weißt du, unsere Front guckt halt raus, bevor unser Turm überhaupt schießen kann. Ja. Eigentlich müssten wir zur A, aber ich sehe mich da ehrlich gesagt nicht. Ich glaube halt auch nicht mal, dass wir noch ankommen, selbst wenn wir jetzt da hinfahren. Es könnte klappen. Hätte, könnte, tute, ja. Tute? Tute. Das ist deutsch, wissenschaftliches Deutsch. Panzerjargon. Ja. Hört man es da nicht, wenn ich mich mute? Was? Okay. Scheinbar nicht. Gut. Ja, wenn ich mich ab und zu räusper, mute ich mich wieder. Ja, das ist ganz nett. Ich glaube, die Leute interessiert es nicht, was in deinem Rachen abgeht. Hoffentlich. Wolltest du nicht in die Stadt fahren? Was? Ja doch, ich rommel die jetzt hier alle raus. Wahrscheinlich kriege ich jetzt von hinten gleich einen Heat rein. Mach jetzt defensives Smoken. Smoke jetzt mal... Au, ja, ich habe die Heat reingekriegt. Weißt du, ich habe echt einen Sixth Sense dafür. Wo ist er? Links von mir. Wenn ich irgendwann ankomme. Mit meinen 8 km/h. Ist hier. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja, ja, easy, easy. Ich höre rechts von uns auch noch was. Ja, das klingt wie ein BMP. Das Problem ist, mit der Maus kannst du auch echt nicht gut um Ecken gucken. Leider. Soll ich mal hier hinten lang fahren? Tu, was du nicht lassen kannst. Okay. Hi. Ich den gerade sehen, angeblich. Ist das heavy? Ja, das ist eine IS-4M. Was mache ich denn dagegen? Parole ziehen? Keine Ahnung. Ja, nichts eigentlich. Warte mal. Nee, also du kannst keine Chance. Oh nice, da ist noch ein Gegner. Stop that shit, I'm out! Das ist quasi links von mir, ne? Ja, vor mir schon wieder ein Bradley. Oh mein Gott! Halleluja! Nein? Bitte? Ja, also hier steht ein Bradley. Der hat seinen Spaß mit mir. Meine Sekundärkanone ist leider kaputt. Hier. Nein. Ja, das Spiel machen wir nicht. Der Bundeswehr hat die Gunner gezogen. Wie viele Granaten hat so ein Bradley, so Raketen? Einige. Ich glaube 6 Stück. Best Squad! Easy. Wie haben wir bitte Best Squad bekommen? Ich weiß es nicht. Aber es sollte tatsächlich meine Dailies auch fertig gemacht haben, oder? Nice! Ich habe den 2A7 freigeschaltet. Nice. Wie haben wir Best Squad? Ich weiß es nicht. Aber zur Feier machen wir noch eine Runde hinten dran. Also das war ja wirklich beschämend. Also die Map war auch echt kacke für das Ding. Ja. Aber... Wir sind nicht gestorben. Ich bin dann jetzt durch mit dem deutschen Baum. Das ist das letzte Fahrzeug, was mir gefehlt hat, bis das nächste Fahrzeug reinkommt. Deswegen mache ich jetzt hier diesen kleinen Pinöpel an und forsche Hubschrauber. Hooray, hooray.
Außer ich habe irgendwas im Load hier vergessen, aber ich glaube nicht. Gut. Ready up und go! Noch eine Mi-24. Ja, die tollen Hubschrauber, die man da noch so holen kann, ne? Ja. Die Kopien. Die Kopien von Kopien. Deutschland hatte aber halt auch echt nicht viele gute Hubschrauber. Ja. Weiß nicht, hätte sich die Burg gelohnt, die ja jetzt letztens wieder drin war? Die Premium? Oh, wir sind Top-Tier. Flop-Tier. Naja. Ich fahr straight zu A. Welches Spawn links, ne? Links. Gerade Linie, Straße hoch. Straight. Straight. Okay. Ich bin straight, weißt du doch. Ja. Straight, white, puny, male, ne? White. Wow, ich hab nicht mal die Scheune vor mir getroffen. ja. Wow, okay, auf der Tarnung sieht mein Balkenkreuz. Okay, es schattiert so ein bisschen das Standard-Balkenkreuz, was drüber ist. Siehst du das? Ja. Ja, ich mag die Tarnung eigentlich gar nicht so, muss ich sagen. Ich finde, das sieht aus wie Blutgefäße oder sowas. Ich bin die Maus Nummer 2, du bist die Nummer 1. No. You can be my number 2 every time. Yay. So, was wollte ich... Ja, habe ich nicht gerade von irgendwas gequatscht und wurde dann unterbrochen, weil ich die Scheune nicht getroffen habe? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Mein Kopf ist so löchrig schon wieder. Los, Ferdinand, wir können das schaffen. Jo, wir... Warte mal, der Ferdinand ist doch 6-7? Ja, 6-7. Wir haben volles Sound hier. Ja, macht Sinn. Schon wieder vergessen? Ja, schon wieder vergessen. Wie gesagt, mein Kopf ist löchrig. Wie heißt du nochmal? Was machen Sie bei der Küche? Apropos Küche. Ganz ehrlich, das liegt alles nur daran, dass ich gerade Diät mache und viel zu unterfüttert bin. Oh Gott. Ja, ich esse momentan eigentlich fast nur noch Gemüse, Fleisch und Käse. Wie Gemüse? Gemüse ist voll lecker. Ich hatte seit 6 Jahren kein Gemüse mehr. Alter. oh Gott. Ich nehme so langsam auf. Alter, willst du mich verarschen? Jagdpanzer 4-5 unten. Ferdinand haben auf einen BTR geschossen. Der BTR ist nicht tot. Diese Russen, ne? Ja. Wie gesagt, Heilbrick. Wir wurden getroffen. Von wo? Schätz mal hinterm Haus. BMP. Nice. Ich hab ihn getroffen. Und gut gelassen. Ich hab ihn halt instant durch die Lücke getroffen. Das musst du auch erstmal schaffen. Ich lerne so langsam diese Typen Sekundärkanone zu nutzen. Was ist das da vorne? Was war das? Ein 2S3M, was ich geschossen habe. Das ist eklig. Ja, das kannst du sehr leicht töten. Ja. Wenn er halbwegs gescheit trifft. Ja, er muss neues Dach treffen. Sorry, by the way, falls Framler ein bisschen robotert. Wir haben schon alles Mögliche versucht, außer seinen Router noch zu starten. Da weigern sich irgendwie die meisten Menschen vehement dagegen, weil sie irgendwie Angst haben, irgendwas geht kaputt oder sie sind zu faul dafür, keine Ahnung. Ich hab's angeboten. Ja, alles gut. rechts von uns. Du sagst mal links. Links? Du sagst rechts, hier wird mal links beschossen. Also hier ist was. Ja, der Tiger 2 hat das bestimmt. Ich guck mal nach rechts. Ich hör da auch rechts was. Ja, du roboterst schon wieder. Sehr nice. Halt einfach die Schnauze. Okay. Nein, alles gut. Ja, hier hinter ist was. Hä? Okay. Da steht doch einer von. Ich will gerade was bewegen sehen. Güte gut, was du da reden. Ich reden vielleicht Deutsch. Vielleicht. Au! Stop that! Alter, hier ist ein Franzose. Links von uns ist ein Franzose. Ich hol ihn mir! Lass ihn mir. Nicht dreh dich, ich dreh dich in die andere Richtung! Alter, schon wieder! Was ist denn mit den Franzosen los? Schieß mal drauf, ne? Ach komm! Ich krieg Franzosen mit der 12-8er und der Hit. Ich gebe es offen zu, wir haben vorher schon eine Runde gespielt. Und dann habe ich ein Elant mit der 12-8er und den 7,5er im Center of Mars getroffen. Beide Male war er nicht interessiert davon. Hier oben? Ja, da oben steht was. Ich kann es leider nicht beschießen. Achso, da auch. Ja, das ist eine Franzose.
kann ihn nicht verschießen, weil die... Alter, ich schwör dir, ich hasse, ja, Dingsbums, die... Nochmal, ach, die schwedische Autoloader-Arti, wie heißt sie wieder? Autoloader-Arti, ja, genau, die kriegst du auch nicht tot. Die hält alles aus. Mama? Hier oben steht, genau, der Somur. Der hat mir den Schützen gezogen gehabt. Ja, mir auch. So ein Drecksack. Ja. So ist da jemand mir gerade von neu reingerotzt. Rechts kommt noch einiges, Achtung. I see. Max 2. Ach komm schon. Entschuldigung. Bitte was? Okay, nee, ich bin Stresswagen. 81. Ich schwör dir, ich hasse gerade mein Leben, ne? Alter. Ja, gut, Stritzwagen ist halt so der Hardcounter für die Maus, ne? Ja, ich komme hin. So, ich schredder die jetzt von oben. Ich hab die Schnauze voll. Faxendicke. Dann scout ich für dich. Pulkzerstörer oder Clan 262? Ich mag die Pulkzerstörer gerne, aber die ist gewöhnungsbedürftig. Ja, ich hab das Gefühl, die 50er von der macht manchmal überhaupt kein Damage. Ja. Man darf auch nicht die falsche Munition mitnehmen. Ja, ich hab die APHE dabei, nicht die AP. Ja, okay, dann. Ja, du musst halt meistens so weit von oben runterschießen. Ich schieß meistens 90 Grad von oben in die Panzer rein, in den Kampfraum, und dann kriegst du meistens nur irgendwie Hits oder so raus. Ja, das ist manchmal ein bisschen... Oh, verdammt, komisch. Die haben einen hochfliegenden Abfangjäger. Das ist scheiße, weil ich bin nicht in der Flak gerade. Und ich habe auch nur einen Wiesel dabei. Geht auf unsere Focke? Nee, wo willst du hin? Was bist du? Bist du ein Jet? Los, Focke. Bibi, mach was. Och, Mano. Och, Mano? Och, Mano. Ich hab's, by the way, angekündigt, ne? Top-Tier ist Flop-Tier. Der stand neben mir. Ich komme in der 262. Ja, mach das. Ne, ist ein Propeller. Mit unserer Focke hier kämpft er gerade, aber ich werde mit der 50er jetzt nicht auf ein Flugzeug gehen, nicht auf so ein kleines. Ich? Focke? Mit der 262 meine ich. Ja, wobei, vielleicht doch. Ja, ich helfe ihm mal. Der zieht gerade hoch. Das wäre doch ein Highlight. Scheiße. Das sind zwei, glaube ich, sogar, oder? Hit! Nice! Ich habe einen Hit erzeugt. Ah. Ist explodiert, hat ihm nicht mal irgendwas getan. Oh wow, die Bekan ist endlich raus. Das Flugzeug ist unter mir. Wie nah bist du? Oh, 10 Kilometer noch. 10 Kilometer. Nice. Wo ist der Flieger? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich auch. Das ist schlecht. Oder er ist, er ist rausgerendert. Ich sehe ihn wieder. Wo denn? Zieht der hoch? Nee, der zieht auf mich gerade, glaube ich. So wie es aussieht. Ich werde jetzt gucken, ob ich da unten ein bisschen aufräumen kann. Kann ja nicht sein, dass unser Team da so hart verkackt weggehalten wird. Ja. Ja, von weg? Die wird kleiner. Ha! One-Shot! Nice! Ich glaube, ich habe ein Flugzeug am Arsch. Okay, ich habe den einen, aber ich habe einen Motor weg. Ein Motor? Ja, da ist noch irgendwo eine Era Cobra, ist es, glaube ich. Oder King Cobra, was auch immer. Eins von beiden. Die Russen haben, glaube ich, beides davon, ne? Als Premium. Kann sein. Es ist so lange her, dass ich Russen in Mitte geflogen bin. Ich auch. Ich habe die Su-27, ich bin zufrieden. Warte mal, du hast die Clan 262 gerade, ne? Ja. Hier waren gerade irgendwo Gegner noch. Ja, hier vorne im Busch war ein Amix M4, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ich sehe leider nichts. Das ist schon wieder sehr traurig. Oh Gott, zieh hoch! Habe ich einen Pancake von Vramla auf? Nee, leider nicht. Oder zum Glück, je nachdem. Hubschrauber. Ich bin sehr stark beschädigt. Ja, ist ein Hubschrauber tatsächlich. Siehst du den? Alter, Bekannt sind so lächerlich! Ich muss mal zurückfliegen. Also Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, das mit der Bekan ist doch wirklich lächerlich. Ich glaube, ich werde crashen. Crashen? Okay. Crashen. Weil ein Motor reicht, glaube ich, nicht. Nee, ja. Ist ein bisschen wenig. Sieht schwierig aus, weil ich direkt vor dem Berg bin. Jo, ich gehe in den Berg rein. Oder so 6.
Was? Alter! Okay, es lebt eine Su-6 noch anscheinend. Also ich habe gerade, by the way, einem Hubschrauber die 50er ins Gesicht geschossen. Er war nicht beeindruckt. Und jetzt folgt mir ein Propellerflugzeug. Ja, ich bin jetzt in einem Wiesel. Also ich, Oh, ja, und mir folgt nicht nur ein Propellerflugzeug, mir folgt auch ein Jet. Wenn du zu mir kommen willst, dann könnte ich dir ja, du weißt, dass ich ziemlich außen bin? Ja. Und wie gesagt, Jet am Arsch hab, der aussieht wie eine MiG-9. Komm mal in deine Richtung, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Die MiG-9 ist einfach viel besser. In eigentlich jedem Belang. Ja. Ich ja, ich schieße auch gerade den Heli ab, den, Nein! Ha! Ah, nice. Ein von zwei down. Der andere stirbt so gerade. So. Nice. Oh, da ist noch einer. Sehr schön. Okay, eins von den Flugzeugen ist auch tot, das sehe ich. Ja! Mick. Hallo. Ist die Mick raus? Nee, ist hinter dir noch. Warum hasst der mich so? Okay, der hat's verkackt. Der hat keinen guten Anflug auf mich. Ich bin nicht unglücklich, wenn du ihn tötest. Ja, wenn ich treffen würde. Weil es nächster Kill. Auf mich anfliegt, oh Gott. Uiuiui. Su-6. Su-6? Was? Ja, die ist jetzt tot. Meterze. Nee, 3. Hängt die MiG immer noch an mir? Nee, die ist über unseren Spawn gerade. Alter, verlieren wir gerade echt schon wieder A. Das kann's ja nicht sein, ey. Ich bleib mal nach, lieber. Okay, zwei Granaten habe ich noch. Da ist eine IS-2, ein IS-2 im Punkt. Also die MiG ist jetzt super nah überm Boden, ne, hier. Ja, ich sehe so. Bin ich unglücklich, wenn sie stirbt. Oh, okay, ich melde dazu. Wieder. Nee, komm, ich schieß lieber auf den Light. Ja, putz. Ja, nee, die 50er ist echt nicht mehr das, was sie mal war, finde ich. Nee, sie war mal besser. Viel besser. Ich versuche mal zum Punkt zu kommen, auch wenn ich es, glaube ich, nicht mehr schaffe. Nee, da steht ein IS-2 und ein T-92 drin, keine Chance. Ach, die penne ich. Die pennst du. Den T-92, ja, easy. Den kriegst du frontal sogar mit einem 50-Cal, aber okay, das war's. Ja, schade. Aber eine gute Runde. Ja, war okay. Warte mal, wer ist Listenfinder? Bist du der 1 im Team? Nee, bist du nicht. Sonst hätte ich dich nie wieder mitgenommen. Nee, bist du nicht. Nein, aber sehr schön. 2 A7 freigeschaltet, nochmal eine halbwegs hübsche Mausrunde gehabt. Zumindest die erste. Nein, eigentlich war keine von den beiden eine richtig gute Mausrunde, aber wir haben das Ziel erfüllt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wolltet. Wollt. Ich gehe mein Hirn jetzt mal resetten, genau wie mein Router und Framla auch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.